Feuerfeld freigeschaltet und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mystery Dungeon. Wir sind hier wieder stehen geblieben in unserer schönen Auswahl von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leveln, bei denen wir noch nicht waren. Und wie ihr wisst, will ich immer das Kürzeste auswählen und wir haben hier einmal Wüstenregion und Solarhöhle. Beide sind ziemlich kurz. Leider sehr viele Supergegner, die kommen anscheinend sehr häufig. Was die Chance erhöht, dass er shiny sind, was dann wiederum die Chance erhöht, dass ich ein shiny rekrutieren kann. Aber nur, wenn ich auch ein Freundeshalstuch habe. Und das habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie man das bekommt. Werden wir mal sehen, vielleicht gibt es einen Random Drop oder kann man das irgendwo kaufen. Ja, welches machen wir? Wir können noch eins dieser beiden machen. Das wäre dann für die Story, die Nordkette oder das Feuerfeld. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir machen von dem kürzesten bis zum längsten erstmal. Bedeutet, wir machen, ich würde sagen, die Solarhöhle als nächstes. Moment, was sind die Aufträge? Bis U10. Das ist die Hälfte. Alles klar. Dann machen wir das hier für heute. Die Solarhöhle. Wenn wir dann in der nächsten Folge vielleicht das andere machen, was ich gezeigt habe. Lapis-Höhlenmusik, okay. Und dann in der übernächsten Folge machen wir dann vielleicht das Feuerfeld? Das wäre doch was. Feuerfeld, übernächste Folge. Können wir machen. Oh mein Gott, Erkenntnis haben, was? Einfach so? Als freaking ob. Einfach so Erkenntnis haben. Ihr wisst schon, was die machen, ne? Damit kann ich mich mega entwickeln. Vor eine Ebene lang, aber immer noch. Die sind mega selten. Dazu sagen wir mal nichts. Wir wissen, glaube ich, alle, dass diese Attacke mega OP in diesem Spiel ist. Trainingssamen brauchen wir nicht. Trainingssamen ist was für Noobs. Und ich bin kein Noob. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Wenn ihr mir nicht glaubt, ja. Dann weiß ich gar nicht, wie ich euch beweisen kann. Ich bin auf jeden Fall kein Noob. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich muss rausswitchen. Ich muss rausswitchen. Ja, gib mal Heilung, bitte. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. So, greift an, greift an, alle angreifen. Danke. Und Pikachu angegriffen, aber Pikachu ist stark genug. Pikachu ist, glaube ich, unser stärkstes Mitglied. Aber ganz ehrlich, würde ich mir diesen Mampfgürtel geben, ich glaube, ich wäre genauso stark. Girafarig ist ein tolles Pokémon. Sag mal Girafarig rückwärts. Lustig. Wow, und ich merke gerade, der letzte Raum, wo ich noch nicht war, ist einfach das Ende. Great! Ich bin fast tot. Ja, danke. Heil mich. Danke. Lieber heilen, als dass ich sofort einen Belebersamen verschwende. Das wäre nicht so geil. Warum greift Pikachu nicht an? Achso, weil er nicht sieht wahrscheinlich. Ja, belebe mich. Ich kriege keine Erkenntnis, weil ich wiederbelebt wurde. Normalerweise kriegen ja diesen Erkenntniseffekt, aber anscheinend nur, wenn man wirklich auch besiegt wurde und weg ist. Was ich dann auch nicht verstehen kann. Warum? Macht es halt noch schwerer, den zu killen. Verstehe bis heute nicht, warum die Gegner das können. Bin froh, dass wir bisher noch keine Mega-Entwicklung von Gegnern hatten. Außer Bösse. Halt, bei Kyogre hatten wir Proto-Kyogre, also Mega-Kyogre. Die Mega-Entwicklung heißt ja Proto-Kyogre. Zack, zack. Ah, die Beere brauche ich nicht, aber ich nehme es einfach mal kurz mit. Weil, why not? Dum, 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 dum. Warum macht ihr alle so viel Damage, als ob ich jetzt schon wieder so hot bin? Das gibt's doch nicht. Ich muss trainieren. Das ist doch nicht zu fassen. What the heck? Das geht doch auch nicht. Klar. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Na komm. Wir wollen hier raus. 20 Ebenen voller sowas. Oh Gott. Ich bin Ebene 2. Und ich habe schon 2 Belebersamen bewenden müssen. Das wird ein Spaß. Das sehe ich jetzt schon. Das wird ein Heidenspaß, ey.
Okay, ganz viele Ether-Spam und dann sollte das passen. Damit Pikachu mir ganz viel helfen kann. Dam, 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 dam. Warum geht Magneton eigentlich gerade weg? Ich weiß, ich kann die farmen, diese Entwicklungsgeoden bei diesem einen Ort, aber man kann die später im Spiel auch noch viel einfacher farmen. Viel schneller und viel effizienter. Deshalb warte ich auch einfach darauf, wie ich das machen kann. Oh, ist nichts. Hier ist ein Gänglion-Laden. Oh, cool. Was gibt's denn hier? Verbotsamen. Nee, brauchen wir alles nicht. Dum, 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 dum. Naja, wir sehen uns. Ach, wo ist denn hier der Exit? I need the exit, please. Danke, immerhin trifft einer von euch. Meine Güte. Dun, 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 dun. Aua! Warum macht er so krass viel Damage? Hau mal ab. Oh, er will in unser Team. Ja, klar. Warum nicht? Auch wenn wir schon letzten Winkel haben. Ich sag so nicht nein. Vielleicht kriegt man ja auch vielleicht ja in diesem Remake irgendwas, wenn man alle Pokémon hat. So ein Diplomat. Oder so. Wäre schon cool. Hätten die es eingebaut, weil, soweit ich weiß, kriegt man nichts im Original, wenn man alle Pokémon rekrutiert hat. Das ist einfach nur so ein persönliches Ziel, was man sich setzen kann. Und ich glaube, das Ziel ist irgendwo ganz links, weil rechts waren wir schon überall und da war nichts. Ja, 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 ja. Und ich bin jetzt schon hungrig. Wir sind erst bei U4. Was soll denn dieser Müll? Oh Gott. Das ist kein einfacher Dungeon, die Solarhöhle. Komm, Abra wäre geil im Team, tatsächlich. So, Pika, hier. Kannst haben. Habe ich gerade erst bemerkt, dass Pika schon AP0 hat. Oder Apo, wie die meisten das nennen. Kann ich verstehen, dass man das Apo nennt. Finde ich auch lustig. Oh, Mediti. Habe ich zwar schon, aber komm. Ich werde aber nicht heilen, Mediti, ne? Du wirst nicht geheilt. Sag's dir nur. Und du kommst auch mit bei Kämpfen. Du gehst nicht irgendwo in den Hintergrund. Du kämpfst mit. Hä? Haben wir so verstanden? Sonst wirst du sofort wieder gefeuert, mein Freund, ja? Zurück in die Küche mit dir dann. Ja? Mein Freund. Egal, ob du Mädchen oder Weib bist, ist mir egal. Zurück in die Küche. Dum, dum, da, da, dum, dum. Sorry für den schlechten Joke. Da, dum, dum. Moment. Ich brauch's mehr. Passiert was. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. U6. Da, da, dum. Stell mir schon vor, am Ende habe ich so 100 Folgen in diesem Let's Play. Ich kann gut sein, Leute. Wie gesagt, ich will alles in diesem Spiel machen. Oh Gott, nein! Oh oh. No oh. We're gonna die. Bam 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 bam. Das ist nicht gut. Wir werden wahrscheinlich drauf gehen oder schlimmer. Alles verlieren, das wäre schlecht. Wir müssen noch passen, da sind gefühlt 20.000 Rossanas und Mediti ist Hilfe. Ich habe Angst, dass ich sterben werde. Ich kann nichts machen, wir sind gekornert. Wir haben verkackt, bitte habe ich Teleport sammeln. Das wäre gut, bitte habe ich einen Teleport sammeln. Sonst bin ich ich habe extra weggemacht, oder? Ich habe ich habe den weggemacht. Ich habe den Teleportsamen weggemacht. Ein Raumorb setzen wir ein. Alle Wände sind weg. Oh Gott! Oh mein Gott! Tut mir leid, dass ich gerade mein Mikro geschlagen habe, aber ich habe mich gerade voll erschrocken, weil mir eingefallen ist, das war eine richtig gute Idee. Oh nein. Weil Pikachu kann ja alle in einem Raum angreifen, weil alles ein Raum ist. Alter, das ist OP. Das Pokémon wird nach 3 Runden kampfunfähig. Es ist ratsam, möglichst rasch mit Items wie Heilsam oder Attacken wie Heilung gegen Maßnahmen einzuleiten. Scheiße. Ich renn weg.
Pikachu, warte, ich muss mit Pikachu spielen. Pikachu, du weißt, was du einsetzen musst. Meine ganzen Teammitglieder sind einfach gestorben. Pikachu? Ladungsstoß! Wir spammen jetzt einfach Ladungsstoß. Moment, wie viele Items gibt es hier in diesem Raum? So ein Zittern. Wir erkunden mal ein wenig. Spawnen jetzt eh keine Monster mehr. Musik verspielt es auch noch, aber. Das soll nicht stören. Nein, das soll nicht stören. Nein! Nein! Das war das Falsche! Moment. I need to eat a big apple. Gott, da spawnt gerade ein Gegner. Oh, Glitzer, 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 Glitzer. Oh. Ich würde mal sagen, das nehmen wir doch mal mit. So, da oben, Pikachu. Pika, meine ich. Oder Raichu. Wie auch immer. Zack, richtiger Attack dieses Mal. So, den Rest ignorieren wir. Wir rennen straight zum Ende. Was? Oh, eine Schlaffalle. Noch eine Falle. Und das spawnen gerade wieder ein Gegner. Lasst mich bitte durch. Ich will doch nur fliehen. Das war echt die big brainste Aktion, die ich hier gemacht habe in diesem Spiel, glaube ich. Einfach einen Raum auf einsetzen und Pikachu alles erlegen lassen. Raichu, mein Gott! Da habe ich richtig gesehen, das war ein Zubiris. Oh mein, ich will Zubiris retten. Oh, Zubiris! Lieblings-Pokémon von meinem Bruder. Ich muss es einfach retten, sonst hasst er mich später. Wir haben aber schon eins. Egal. Kann man gut gebrauchen. Ausweichrhythmus, das ist bestimmt was Gutes. Komm. War kurz und schmerzlos, deshalb weiter geht's. U8. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ist wieder aufgenommen. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Moment, diese Eisennadel da. Geh mal her. Nice. Können wir dann schmeißen. Alter, machst du viel Damage. Kannst du bitte damit aufhören? Junge, kannst du bitte damit aufhören? Zeig, da ist er down. Da, da. Oh mein Gott, bitte töten Sie mich nicht. Da krieg ich Angst. Itemsperre. Oh oh, ich kann keine Items benutzen. Das ist tatsächlich in diesem Spiel sehr scheiße. In den Original, in den normalen Pokémon-Editionen ist das natürlich nicht ganz so krass. Aber hier. Es ist sehr krass. Und ich sehe gerade, ich bin fast tot. Habe ich noch eine Sinelbeere? Ich glaube nicht, oder? Habe ich eine Sinelbeere? Ich habe keine, oder? Ich habe eine Fragia-Beere. Geil. Lebenssamen können wir noch einsetzen. Maximaler KP-Wert erhöht sich. Wer bräuchte denn das? Ich würde sagen Pika. Wohl Beep bräuchte es auch. Ich geb's Beep. Da kannst du essen. Ach, ich kann doch Synthese. Bin ich dumm? Es ist sogar klares Wetter. Ach, ich bin noch dumm. Ich habe vergessen, dass ich Synthese kann. Ach man. Ach, bin ich blöd. Lul. Oh! Schnäppchenjäger. Guten Tag, mein Name ist Mike, der Schnäppchenjäger. Funktioniert das hier auch bei Bössen? Das muss ich ausprobieren. Das kaufe ich mal. Das wäre geil. Lol. Oh, nice. Pika levelt. 43. Das sind alle beim 40er Bereich, sehe ich gerade. Das ist nice.
Rückkehr. Na, will ich nicht kaufen. Ja. Ja, kannst haben hier. Ich bin ja ein treuer Customer. Wer kämpft da gerade und warum kämpfst du? Ich heil dich nicht, ne? Verdammt. Oh, oh. Hi, Hypno. Can you please go away? Stop. So machen wir das nicht hier. Ich brauche mehr von diesen einen Raumorbs. Ich hoffe, Kicklion kann gleich einen verkaufen. Das wäre geil. Die sind ja richtig gut. Oh, hallo, Lunastein. Wow. Ciao, Lunastein. Steinpolitur. Ach, lässt das schön sein, mein Freund. Pete. Ey. Hypno. Oh Gott, ich wollte das gar nicht einsetzen. Na egal. Ne, wir werden den Dungeon. Wenn wir in dieser Folge schaffen? Kann sein. Ich glaube, ich mache sogar den Dungeon dieser Folge durch. Und dann machen wir in der nächsten Folge den anderen, den ich nicht gemacht habe. Ja, ich piek's ihn einfach auf. Freue mich. Kann ich tragen, cool. Zack, nehmen wir mit. Weiter geht's. U10, Musik ändert sich. Ja, ihr seid wieder beste Freunde, seid wieder glücklich und ich kann abhauen. Bam, bam. Jetzt muss ich nicht mal auf so Mutz aufpassen, aber der war ja eh ganz brav. Oh, na, passt. So, nein, wir wollen nicht fliehen, wir wollen weitermachen. Wir machen den Dungeon so lange, bis wir ihn durch haben. Das heißt, bis U20 spielen wir. Denn U20 ist das Ende. Vielleicht ist aber auch schon U19 das Ende. Und ich sehe gerade, da kommt ein Superboss auf uns zu. Ey, Hypno, passt. Du kannst gerne mitkommen. Aua, was soll denn das hier? Erstmal Synthese. Schön, dass wir klares Wetter haben. Kann ich nämlich Synthese gut einsetzen. Der ist jetzt auch mal hier. Zack. Bam. Pick's ihn auf. Aua. No. Warum habe ich keine... Keine Belebersamen? Moment mal. Ich habe doch bestimmt einen Teambeleber-Orb. Den habe ich. Gut, den werde ich aber noch nicht einsetzen. Erst wenn wirklich nötig ist. Ja. Rip-Hypno. Bam. Wow. Wow. Ich habe gerade wirklich Angst. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Moment. Scheiße. Scheiße. Einsetzen. Wir lebt alle wieder. Oh Gott. Bisaflo, du stehst ja gerade nicht so. Obwohl, das steht eigentlich ganz gut. Moment, ich habe nichts gesagt. Nein. Oh, ist er fehlt. Yes. 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 Mach einfach. Mir egal. Irgendwas. Zack. Zack. Yes. Wir haben ihn. Oder? Nee, seine Erkenntnis ist nur weg. Aber wir haben ihn trotzdem jetzt. Okay. Oh Gott. Mein Gott, war das krass. Der allererste Superboss, ne? Ihr wisst noch, das war ein Galopper. Und das war die ganze Zeit verwirrt und konnte nichts machen. Und wir dachten, und ich dachte die ganze Zeit, ja, so was ist halt eh easy. Nö. Wir hatten da einfach nur Glück. Wir haben da einfach nur wirklich viel Glück. Oh Gott. Ha! Tja, das passiert, wenn man ein Elektro-Pokémon vom Nahen angreift, du. Oder mit einer Nahkampf-Attacke oder was auch immer. I don't know. Auf jeden Fall, wenn man ein Pokémon angreift, was Typ Elektro ist. Selber schuld. Hau ab, Mann! Ey, Lunaschein ist in diesem Spiel wirklich gut. Normalerweise ist Lunaschein echt irgendwie ein Müll-Pokémon, aber... Oder was heißt Müll-Pokémon? Competitive ist auf jeden Fall nicht dabei.
soweit ich weiß, ist es nicht dabei, Competitive. Aber in diesem Spiel kann man das wirklich für Competitive benutzen. Was ist das? Oh, den nehme ich mit. Den nehme ich diesmal mit. Ich mache nicht den gleichen Fehler, nehme den nicht mit. Diesmal schon. So, das Kalzium trinken wir kurz. Spezialangriff. Wer braucht's, wer braucht's, wer braucht's? Ich braucht's. Was? Was hab ich denn gerade geladen? Ich braucht's. GG Mike. Da dam 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 dam. Zack. So, dann ab nach unten. Du, du, tschu. Dun, dun. Ja, wo wollen wir lang? Oh Gott, mir wird hungrig. Nicht nur in-game. Also ich habe es noch aus, aber. Hat gerade so gut gepasst, weil ich in-game hungrig werde. Dun, dun. Und Treppe! Nice. So, und jetzt erstmal einen großen Apfel essen. Großer Apfel. Essen. Mike. Komplett voll. Dun, 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 dun. Ich könnte jetzt auch einen Real auf einen großen Apfel essen. Also, sag mal, ich würde es gern. Aber es gibt keine großen Äpfel. Oder? Nee, soweit ich weiß nicht. Oh, ein Curlia. Hi, Curlia. Tschüss, Curlia. Oh, hi. Wie geht's dir, Hypno? Ciao, Hypno. Ich hab gesagt, ciao, Hypno. Meine Güte, ey. Da wäre ich aggressiv. Ey, hau ab, Mann. Kein Bock auf dich. Crit. Oh, Lunastein. Oh, aber ich kann ihn nicht behalten. Egal, komm, einfach mit. Ich kann ihn leider nicht behalten. Ich weiß, ich habe einen Knuddeluff-Orb, aber ich will ihn nicht verschwenden für sowas. Knuddeluff-Orb will ich erst verwenden, wenn ich es wirklich brauche. Ich meine, Lunastein kann ich wiederholen. Ist nicht schwer. Also nicht so schwer, würde ich sagen. Ach, hier ist gar kein Gegner. Doch, da unten ist einer. Ich habe gar nicht auf die Karte geachtet. Ich bin dumm. Egal. Und ja, wir machen dieser Folge noch diese Dungeon durch. Hi, Hypno. Schau, Hypno. Ist irgendwo gestorben? Nö. Oh, hi. Bye. Danke. Oh. Ach, Pikachu kriegt easy. Ein Eisenschweif ist so eine OP-Attacke. Ich würde sagen starke Attacke, aber dann wollte ich doch lieber OP-Attacke sagen. Jetzt habe ich so oh, gesagt. Oh, shit, oh, shit, oh. Geil. Hey. Kannst du bitte abhauen? Ich muss da durch. Ich habe gesagt, hau ab. Dankeschön. Dum, dum, ba, 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 ba. Dum, 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 dum. Money. Oh, nice. Das können wir kurz. Komm, ich gebe es jetzt mal hier. Magneton. Bip, bip, dankeschön. Bzz, bzz. Kein Problem, mein Freund. Kein Problem. Ü15. Wir kommen dem Ziel immer näher, Leute. Das ist doch voll super. Oh Gott. Oh Gott. Help. Ich will so nicht angreifen in diesem State. Ich trau mich das nicht. Nein, nein, auf. Oh Gott, okay. Weil ich bin zu stark. Ich kill uns alle beim Team. Das möchte ich nicht. Natürlich möchte ich das nicht. Nein! Ich erleide den gleichen Schaden wie... Wohin genau? Ja, was hätte ich machen sollen? No joke, was hätte ich machen sollen? Magneton, du musst spielen. Okay. Da würde ich jetzt kein Problem, ne? Ich weiß. Oh Gott! Hau ab! Bam! Bam! Schausen. Warte, das ist ein grünes Feld. Grünes Feld. Nice. Lady Itale ist du, du. Da geht's auch schon down. Bam, 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 bam. Warte. Ich glaube, es ist hier unten. Oder? Yes. Bam, bam,
Bam. Oh, Lepumentas. Oder wie heißt das? Heißt doch Lepumentas, oder nicht? Lepumentas, ja. Dam, dam, dam. Aber auch noch nicht gesehen, oder? Doch, haben wir. Ich glaube doch. Ich mag mich erinnern, dass wir den schon mal gesehen haben, aber ich weiß es gerade nicht wann. Egal, nicht wichtig. Oh Gott, oh Gott. Ah, okay, dann machst du nicht so viel Damage. Hau ab. Tschüss. Ein Kadaver im Team zu haben, schon geil. Vor allem, man braucht es ja auch nicht tauschen zum Entwickeln. Wann habt ihr jemals einen Kangama gehabt? Kangama. Ein Kadabra gehabt, was ihr nicht durch Tauschen wickeln musstet. Ich weiß, noch nie. Und das ist einfach geil. Ja, Pikachu ist, Raichu ist egal. Wir skippen. Bam, 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 bam. Wir sind eh fast am Ziel. Aber ich werde Pika jetzt nochmal ganz kurz einen Ether geben. Zur Sicherheit. So. Ich meine, beleben brauche ich jetzt eh keinen mehr. Ich brauche Mike jetzt nicht mehr beleben. Oh Gott. Dann wird er jetzt halt einfach down sein für den Rest des Dungeons. Das ist egal. Das ist komplett egal. Der Dungeon ist eh fast vorbei. Wir sind am Ende. Aber wo genau ist das Ende? Fragezeichen. Den, 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 baum, 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 baum. Hi Lepumentas. Ich hoffe, du hast einen schlechten Tag, denn ich möchte, dass du weggehst. Ich habe gesagt, nein, nein, nein. Oh Gott. Ich bin tot. Ich lebe noch. Will ich einen Apfel? Nein, der Apfel lohnt sich nicht. Ich will nicht kämpfen. Ich will es nicht riskieren. Ich will es gar nicht kämpfen. Ich habe keine Leben mehr. Ich sterbe. Da ist gerade ein Glitzerfeld. Egal, selbst wenn. Egal. Ist gerade vollkommen Schnuppe. Ja, Rabauz, weißt du, ich hab was zu tun. I'm sorry. So, das könnte auch schon die letzte Ebene sein. Muss aber nicht sein. So, hier, Pika. Weg mit dir. Ich muss hier lang. Treppe, 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 Treppe. Nein, komm, renn da. Ende? Nee, müssen das hier nochmal an. Aber da ist das Ende. Irgendwo da hinten. Passend zur Folge. Folge Ende mal nicht. Denn die Folge wäre jetzt so oder so zu Ende. Oh Gott, nein. Nicht so eine Attacke, bitte nicht. Tu mir das nicht an, Spiel. Oh Gott. Stirb. Ich hab keinen Bock auf dich. Stirb. Er ist tot? Nice. Wo ist Zubiris? Ich werde es nicht retten, aber. Trotzdem wäre es gut zu wissen, wo es ist. Oh Gott, Reflektor. Ach, halt die Klappe. Halt ein Maul. Und du auch. Ciao. Tschüss. Der ist ja down, der geht down, der geht down. So, ich glaube hier rechts. Nein. Aber da oben ist ein Push. Obwohl doch, wir nehmen Zubris mit. Jetzt habe ich gerade einen Apfel bekommen. Warum nicht? Du, du, du. Nice. Was? Ich bekomme langsam Hunger. Ach, egal, passt. Nice, da geht's down. Und das Ende ist. Na, aber wo? Na. Wo ist es denn? Wo ist das Kackende? Ja, nimm mit. Nimm auf jeden Fall mit. Wo ist es? Wo ist das Ende? Ich werde gleich am Hungern sein. Nein! Hau ab, bitte hau ab, ich kann gerade nicht gebrauchen. Ich kann überhaupt nicht gebrauchen, hör auf. Lass mich in Ruhe. Danke. Oh, hier ist das Ende, Leute. Okay. Zubiris. Ich gebe dir einen Apfel, weil ich bin so lieb. Ich habe gerade eh einen gefunden, deshalb. Yay! Ja, mach, mach. Mach mit. Bubadibumbadu. So, weg hier. Schätze! Dumm, dumm, dumm.
Die nehmen wir alle mit. Brauche ich ein Intensivticket? Braucht das nicht. Wie das auf dem Boden liegt. Wie cool. Eisstrahl, yo! Eisstrahl ist gut. Dann nehme ich mit. Ganz ehrlich, dann nehme ich mit. Was sind die oberen beiden Items? Flammenwurf. Ey, boi. That's pretty good. Da, Energieball. Das wäre doch was für Pika, oder? Nö, dann nicht. Nö, dann lasse ich das liegen. Pokémon freuen sich nach einem Kampf leichter mit den Träger an. Angeblich befinden sich auch Pokémon seltener Färbung darunter. Warte, Sympathieband. Das ist doch der Freundesband. Das ist das Freundeshalstuch. Pokémon mit seltener Färbung. Ihr meint Shinies? Gib her. Gib sofort her. Keine Widerworte. Gib her. Ach, auf den Rest kacke ich jetzt. Weg hier. Yo, der Loot hat sich gelohnt. Oder? Was meint ihr? Also ich finde schon, dass sich das gelohnt hat. Nice! So Leute, wenn es euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ihr wisst, ein Like würde mich unterstützen. Am besten das Video auch teilen, das würde auch unterstützen. Tausender. Und ja. Falls ihr neu seid, Abo nicht vergessen. Und ihr wisst Bescheid, ich habe keinen Bock mehr zu labern. Haut rein, ciao. Ba baum, ba baum. Ba da baum, ba baum, ba ba bu bu ba ba da bu da bu. Ju du ba da 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 dum.